Und dann hast du gemacht, BAM! Scheiße, was ist passiert? Da war ich dann so schnell in Südafrika unten. Da habe ich gedacht, ich kann ja nicht schon jetzt wieder nach Hause. Paraguay war extrem. Planen kann man Westafrika runter nicht. Das ist ein Tagesgeschäft. Tagelang im ersten Gang, bum 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 bum. Hallo, mein Name ist Guti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise. Und jetzt bin ich in der Nähe von Lissabon zu Gast bei Werner. Und Werner ist ein extrem erfahrener Motorradreisender. Hat zum Beispiel Afrika umrundet und auch in Südamerika fast jedes Land auf zwei Rädern bereist. Und ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, ein bisschen ein paar Geschichten zu erzählen. Los geht's. Freut mich. Wie kommt es, dass ich hier zu Gast bin? Es war so, dass Werner, du hast meine Videos gesehen und hast mich dann angeschrieben. Genau, genau. Hab dich gesehen vor einem Jahr oder noch mehr, als du weggefahren bist. Erste Videos. Ja. Und dann gesehen, dass du irgendwie in Portugal unterwegs warst. Letztes Jahr habe ich dich angeschrieben. Komm mal vorbei, hat sich dann nicht ergeben. Ja. Und jetzt bist du wieder überwintert. Genau. In Portugal, ich bin auch wieder hier. Das ist mein Wohnsitz und ja. Ja, und dann hat es gepasst. Hat es gepasst. Du hast schon große Motorradreisen gemacht und vor allem hast du auch, also, ja, man könnte sagen, du bist irgendwie Vollblut-Biker. Ja, jetzt in den letzten sieben, acht Jahren kann man sagen, seit ich nicht mehr berufstätig bin. Mhm. Und konnte mir es leisten. Und somit habe ich mir halt meine lebenslange Leidenschaft zum Hobby gemacht. Oder? Wann hast du deinen Führerschein gemacht? Hast du den dann auch erst nach der Pension gemacht? Oder? Nein. Ich habe meinen Führerschein einen Tag nach meinem 18. Geburtstag gemacht, 1973. Okay. Und vorher war die Mofa-Zeit. Und vor der Mofa-Zeit haben wir auf dem Bauernhof die Motorräder, Zündabs und Jawas Schrott gefahren. Also Leben lang, seit ein Junge bin, Motorrad gefahren. Und die große Reise habe ich dann angefangen, war ich in Afrika 2013. Habe ich ein Motorrad von einem Freund ausgeliehen, südliche Afrika gefahren. Und wie, was war das für ein Motorrad? Das war eine 1000er BMW GS. Okay. Eigentlich ein schweres Ding gewesen, aber war eigentlich ein Schrottfahrzeug. Aber es stand rum, ich kriegte es und habe dann Reifen gewechselt, Bremsen repariert. Und ihm versprochen, es kommt eigentlich schöner oder besser wieder zurück, als er es mir gegeben hat. Somit bin ich dann vor allem Südafrika, Lesotho, bis zum Namibia rein, Botswana. Das war dann eine Reise, so für, zum schauen, wie packe ich das, längere Reisen. Ja. Dann war ich dann etwa 4 Monate im Südafrika und in der Gegend. Da ging ich dann zurück in die Schweiz. Habe meinem Händler per Zufall gesagt, du, ich möchte mal wieder nach Südamerika, weil ich in den 70er, 80er Jahren auch in Südamerika war. Und dann hat er gesagt, du, ich habe einen Kunde, der hat irgendwie in Uruguay ein Motorrad stehen lassen vor ein paar Jahren. Ruf doch den mal an. Hat ihn dann angerufen, der wohnte in der Nähe von mir. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe ein Motorrad. Ja, können wir einen Deal machen. Steht da in Uruguay. Und meine Idee war, ja, wenn ich das kriege, muss ich nichts mitnehmen. Und ich wollte einfach an die Dakar gehen. Aha. Das war auch, ich bin ein riesen Rally-Dakar-Fan. Ja. Und dann bin ich dann nach Uruguay gegangen, habe da in der Colonia Suisse das Ding gesehen. Und war schon ein bisschen mitgenommen, aber habe es zurecht gemacht, Batterie gewechselt, Reifen gewechselt und. Und dann die Dakar geschaut, es war dann anfangs 15, ist immer im Januar. Und dann ja, nach der Dakar Richtung Patagonien, Ostküste runter, Halbinsel Waldes bis runter nach Ushuaia. Mhm. Und dann ja, auf der linken Seite oder Westseite wieder hoch. Ruta 40, halt das klassische Carretera Austral, bis nach Santiago hoch, Valparaíso. Dann wieder quer rüber nach Uruguay, weil mein Freund wurde krank. Dem geholfen, weil er war wirklich schwer im Spital. Und dann nach einer Zeit dachte ich, ja, jetzt gehe ich wieder, bin in südliche Brasilien, Paraguay rein, durch den Chaco durch, Argentinien, Salta, Chile. Aber es war auch, also es waren nicht nur Straßen, sondern viel Offroad auch. Paraguay war extrem, also Paraguay, da scheuen sich die Leute durch den Chaco durch.
viel Sand, lehmiger Boden, glitschig, dann schwerer GS, war eine Pain. Aber dann war ich dann eben in nördliche Chile, Atacama hochgegangen. Und dann auf einmal war Bolivien, aber wunderschön, Altiplano und was halt alles ansteht. Und kam immer weiter hoch, aber gedacht hatte ich ja nur, ich bleibe 2-3 Monate, aber dann auf einmal bin ich dann in Peru oben gewesen, ganzen Kordilleren gemacht, dann tagelang im ersten Gang, bum 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 bum. Auf einmal bin ich dann in Kolumbien gewesen, habe gedacht, gehst doch gleich ganz rum. Venezuela durchgefahren, abenteuerlich, dann Gran Savana, Richtung Brasilien runter, Manaus unten, die BR-319 noch probiert zu machen, aber da hatte ich dann einen riesen Schaden am Endantrieb und Antriebswelle und Lagerschaden. Dann das Ding auf ein Schiff nach Belém runter geschifft, habe es dann selber repariert. Und das kannst du das alles reparieren? Ja, ich habe mal Maschinenschlosser gelernt. Okay. Zum Glück war ich da in einer Werkstatt, wo noch die alten Drehbänke hatten und Fräsmaschinen, wie wo ich gelernt hatte. Und ja, da habe ich Endantrieb-Werkzeuge selber machen müssen. Und im Internet geschaut, wie sieht das aus, wie machen wir die, rausgemessen, rausgefräst und gedreht und dann auseinandergenommen. Lagerstandard organisiert, Dichtungen auch, Kreuzgelenke auf dem Automarkt geholt, die reingemacht und dann ganz Brasilien noch einmal. Bis südliche Brasilien, dann zurück nach Uruguay. Kurz vor der Grenze zu Uruguay, da ist ein Strandabschnitt, etwa 250 Kilometer Strandabschnitt. Nur Strand. Ganz schmaler Streifen. Mhm. Und in dem Streifen ist eine riesen Lagune. Und die Straße geht dann wirklich weiter innen, landesinnen durch. Zur Grenze runter zu Uruguay, nach Chuy. Ich habe gedacht, hey, den Strandabschnitt, den packe ich mal. Dann habe ich die Fischer gefragt, du, kann man das machen? Haben sie gesagt, ja, du musst einfach 5:30 muss das Ding abgefahren sein. So 250 Kilometer, da weiß ich genau. Okay, sonst kommt die Flut. Okay. Und ich wusste dann, hey, übermorgen bist du in Uruguay bei meinen Freunden, wo ich gestartet bin. Das heißt, ich habe Südamerika umrundet. 45.000 Kilometer. Also, riesen Euphorie, so ein bisschen drin in mir und bin am Strand losgefahren, ziemlich morgens um 8 Uhr losgefahren. Das ging flott am Anfang mit meinem GS, also 80, 90 am Wasser entlang. Seehunde lagen da, Schiffswracks, so gestrandete, war einfach toll. Und dann habe ich noch gestoppt und habe da so ein bisschen kleine Filme gemacht und in den Sand noch ein Herz gezeichnet, Love South America und einfach so für meine letzten Highlights. Und dann irgendwo in Mitte von dem ganzen Abschnitt kam doch ein Leuchtturm, habe ich den auch noch fotografiert, aber ich wusste nicht, ob da jemand wohnt oder so. Bin weitergefahren, weil ich wusste, schon ein bisschen Adrenalin in mir gehabt, weil ich gedacht, hey, die haben gesagt, kommt dann Flut. Aber das Problem war, von der Lagune kamen immer so Wasserläufe ins Meer rein, wie so Bäche. Manchmal war der 10 Meter breit, manchmal 20 Meter breit, manchmal nur 5 Meter breit. Quasi quer, das Meer war so und da waren so Flüsse. Genau, so Flüsse. Ja. Und wenn es gegen das Meer werden, die dann ein bisschen breiter. Und am Wasser entlang ist auch der Sand fester. Und da musst du immer ein bisschen schauen, dass du am Meer, dann gegen das Meer durchfährst und die Wellen dann zurück, das hohe Wellen, ist Atlantik, die Wellen ein bisschen zurückgehen und dann hoppla, schießt man durch. Und dann manchmal geht dann schon die Muffe. Dann habe ich gedacht, da habe ich auch Zeit verloren, da hat etliche solche Dinge gewesen und habe Zeit verloren. Bin dann weitergefahren. Hey, ich kam da so etwa mit 80, da war so ein Wasserlauf und so irgendein so ein Absatz vielleicht von 15-20 cm. Drüber weg und dann hast du gemacht, BAM! Scheiße, was ist passiert? Ich war auf einmal viel tiefer gesessen. Nicht umgefallen,
Rad blockiert. Oh. Das Ding stand einfach so da, ich abgestiegen, rumgelaufen, Schwinge gebrochen. Krass. Aber du warst nicht überladen? Ich war nicht überladen. Okay. Nein. War nicht überladen. Aber es waren vielleicht auch Folgeschäden von all den Schlägen, Offroad und weiß nicht was alles. Wie weit hattest du denn noch bis zum... Ich hätte noch sicher bis zum nächsten Fischerdorf noch etwa 80 Kilometer gehabt. Also viel zu weit. Viel zu weit. Und durch den Bruch von der Schwinge, als die Antriebswelle, hast du zum rausgerissen, zum Endantrieb raus. Okay. Ich konnte nicht mehr bewegen. War ein Schock, hä? Vor allem die Flut kommt, oder? Ja, ja. Habe ich schon hinter mir gedacht, das war dann etwa so halb zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Nur etwas hat mir gesagt, Leuchtturm. Ich Koffer weggenommen, oben an die Böschung. Böschung kann man nicht sagen, war ziemlich flach. So ein bisschen in die Dünen reingeschmissen. Meine Jacke, alles dort gelassen. Ich gelaufen. Leuchtturm. Der war klein am Anfang. Komme ich dann zum Leuchtturm und dann noch über den blöden Sand. Ich war fix und fertig, Stacheldraht da unten durch. Und dann komme ich da zum Leuchtturm, geht die Tür auf. Brasilianer von der Marine. Hat gesagt, hey, caralho, weißt du, Brasileiros, so Portugiesisch, du Schwanz, was machst du da? Aha. Freundliche Begrüßung? Ja, das ist einfach so. Yeah. Ja. Oder wie, scheiße, was machst du da? Okay. Hat gesagt, hey, Jungs, also du, ich habe da unten den Motorrad kaputt, kannst du mir helfen oder so? Aber ich war fertig, ich hatte Durst, ich war einfach fix und fertig. Wie weit war das weg von dem Motorrad? 15, 16 Kilometer. Du bist schon zwei Stunden dahin gelaufen. Ja, aber ich bin gelaufen. Ich kann dir ein Foto zeigen. Okay. Ausgesehen, steinalt. Aber irgendwie hatte ich das Ding abgemeldet in meinem Kopf. Aber trotzdem, man denkt ja immer, man kann, weiß ich nicht. Da kommt ein zweiter dazu. Die haben untereinander das erzählt. Da sagen die, du, wir kommen mit dem Helikopter hierher für 3 Wochen. Wir haben Essen für 4 Wochen. Wir haben kein Fahrrad, wir haben kein Fahrzeug, wir haben nichts. Mhm. Wir haben nur Internet. Internetche, hat er gesagt. Und sonst haben wir nichts. Und Radio und Funkverbindung mit der Marine. Ich habe gesagt, kann es ja nicht sein. Da kommt noch ein Dritter dazu. Ich habe das mitgehört. Ich habe gesagt, du, 4 Kilometer von hier in der Lagune ist ein Fischer. Vielleicht ist er da, heute ist zwar Samstag, der geht manchmal in sein Pueblo, sein Dorf. Ja. Hat der für mich Stiefel angezogen, so einen kleinen Blaumann, losgelaufen. Die anderen haben mich verköstigt, trinken, essen. Dann habe ich gewartet, kommt nicht. Und dann habe ich schon ein bisschen long face. Dann habe ich zu den anderen gesagt, du, ich gehe jetzt zurück, weil der kommt wahrscheinlich nicht. Und das war's. Ihr wisst, dass ich da unten bin, ich komme dann morgen vielleicht wieder, weil ich habe ja Zelt da unten gehabt und ein bisschen Essen auch noch. Da bin ich aus dem Leuchtturm gegangen, vielleicht 500 Meter, kommt ein Jeep, ein Toyota, 1978er, 4x4 Pritschenwagen, ein Schmuckstück vom Fischer. Von der Marine noch dabei, ich aufgesprungen, du, wir runtergefahren. Der GS lag so im Wasser, linker Zylinder war hat sich schon im Sand so langsam angefangen einzugraben. Der Sand und Wasser lief ihm schon so langsam in den Auspuff rein, aber der lag sicher noch nicht lange. Da haben wir den zu dritt ausgerissen da aus dem Wasser da und dann auf den Britschenwagen geschmissen, auf den Toyota. Dann ist er noch etwa 70, 80 Kilometer am Strand entlang so. Immer schief, weil die Flut kam dann immer ein bisschen höher, ist er mit mir gefahren bis zum nächsten Fischer. War dann Samstagabend schon relativ spät. Dann ist er zu einem anderen Fischer gefahren, dann hat er den gefragt, ob er bei ihm bleiben darf. Dann im Schuppen von dem konnte er dann übernachten. Und er wollte nicht mal was. Habe ich ihm dann gesagt, hey, da, ich weiß nicht, 120 oder 130 Dollar, was ich gleich hatte, ihm das gegeben. Der Fischer
hat mich dann zwei Tage später zur Grenze zu Uruguay gebracht. Die Uruguayos kommen nach Brasilien rein tanken. Und ich habe spekuliert, jemand bringt mich dann schon runter. GS war ja auch auf seinem Pickup. Ja. Dann kam dann an der Tankstelle, habe ich einen Uruguayaner gesehen mit einem Pickup. Hey, stopp. Ich habe gesagt, kannst du mich nach Punta del Este bringen? Er hat gesagt, viel zu weit für mich. Ich wohne gleich um die Ecke. Ich habe gesagt, nein, nichts ist zu weit. Punta del Este, wie viel brauchst du? Er hat gesagt, ich weiß nicht, 100 oder 120 oder 150 Dollar. Er hat gesagt, komm, ich wollte einfach Südamerika umrundet haben. Fertig. Wie auch immer. Ja. Und dann hat er gesagt, okay. Das hat er mich gebracht nach Punta del Este zu meinen Freunden. Auf die Farm, Motorrad hingestellt. Dann war dann die Reise fertig, aber es war einfach hart. Schweres Motorrad. Ja, dann ging ich zurück. Hab das Ding dann wieder in Uruguay gelassen. Mhm. Bin zurück in die Schweiz geflogen. Und habe gedacht, jetzt muss ein leichtes Ding her. Dann habe ich einen gebrauchten DRZ, Suzuki DRZ gekauft. Mhm. Den zu Hause aufgebaut. Zum Reisen. Was hast du da gemacht? Ja, also ein Standard Enduro-Bike muss man schon viel machen, muss einen Tank machen. Man muss größeren Tankvolumen, also kleines Tankvolumen. So einen Rallye-Vorbau selber gemacht, damit ich meine Instrumente da habe, mhm. weil ich so Rallye-Fan bin. Und dann anderes Fahrwerk war auch relativ hoch, ich bin klein, also muss ich anderes Fahrwerk habe ich reingemacht. Mhm. Gepäcksystem anbauen und dann habe ich ihn von der Schweiz nach Uruguay wieder geflogen. Bin dann wirklich Offroad, so viel es ging, südliche Brasilien wieder ein bisschen. Ich habe dann auch die Mennoniten besucht, die Farmer da im Chaco, wo ich Freundschaft geschlossen hatte, das erste Mal noch schon. Ah, okay. Bei denen vorbeigegangen und da ein bisschen mitgeholfen auf den Farmen, Rinder, Impfen und weiß nicht was alles und war eine wunderschöne Zeit. Und dann durch den Chaco durch. Was ist der Chaco genau? Der Chaco, das ist ein Gebiet in Paraguay, wo sich da in den 1920er, 30er Jahren, das war so ein Prärie-Sandgebiet, unfruchtbar mehr oder weniger, da haben sich die Mennoniten, wo man vertrieben hat, in Sibirien, die kamen ursprünglich aus Deutschland, gingen dann nach Sibirien, kamen zurück. Okay. Dann nach Deutschland wollte man die nicht mehr haben, dann gingen die viel nach Paraguay, Uruguay, Bolivien, Kanada, wo sie halt überall verstreut sind, die Mennoniten. Und die haben dann wirklich was gemacht aus dem Chaco, Landwirtschaft aufgebaut und sind heute in Paraguay die treibenden Kräfte in Rinderzucht und Landwirtschaft okay. halt. Aha. Gute Leute. Sprechen immer noch Plattdeutsch. Ah ja, wirklich. Aber für mich auch. Schwierig. Schwierig zu verstehen, aber sie können auch Deutsch. Aber sie heiraten untereinander und immer noch super Leute. Super Leute. Ja, cool. Und wie lange warst du insgesamt unterwegs in der zweiten Südamerika-Reise? Da war ich dann noch einmal, auch wieder. Da bin ich dann ganz Südamerika hochgefahren, also die ganzen Kordilleren hoch, Anden hoch. Kolumbien, die Guajira-Wüste bis zum nördlichsten Punkt von Südamerika. Weil da gehen fast niemand fährt da hoch, weil das ist dann nur noch Sand und Ushuaia geht ja. eigentlich jeder Asphalt, aber Guajira-Wüste. Aber man kann, das hört sich jetzt natürlich super spektakulär an, aber man kann auch Südamerika bereisen, wenn man jetzt nicht der Superprofi ist. Ah ja, absolut. Weil, also nur für. Nicht, dass man denkt, ey, man muss. Nein. Jemand wie ich. Du kannst es auch. Wie soll ich sagen, Südamerika ist alles asphaltiert. Also das sucht sich jeder selber aus. Das ist, also man kann auch Südamerika bereisen und ausschließlich Asphalt. Absolut, kein Problem. Aber Afrika ist anders. Ja, Afrika ist eine andere Geschichte. Aber auch schon viel Asphalt. Und dann habe ich dann Mittelamerika noch gemacht, die ganzen Staaten hoch. Wie bist du da nach Mittelamerika gekommen? Von Südamerika hoch mit der Stahlratte, halt klassisch. Okay. Also es ist so in Südamerika, du kannst mich korrigieren, aber zwischen Südamerika und Mittelamerika, da gibt es keine Verbindung, da ist irgendwie Dschungel oder das Darien Gap. Man hat es vielleicht schon mal gehört. Also erzähl mal genau, was es ist. Ja, das Darien Gap ist ein ganz schmaler Streifen zwischen Panama
südlichen Panama und Norden von Kolumbien. Wurde nie eine Straße gebaut. Man hat wahrscheinlich aus politischen Gründen auch kein Interesse daran. Sicher ein FARC-Gebiet gewesen vom Bürgerkrieg her. Man hat immer und Malaria-Gebiet und einfach ist nicht durchzukommen. Und okay, also man muss ein Schiff nehmen. Man muss ein Schiff nehmen, ja. Stahlrad hat sich da angeboten. Das ist ein Deutscher, der mit dem Ding segelt. Gehört einer Vereinigung aus Hamburg. Okay. Captain Ludwig. Oder es gibt jetzt auch Leute, wo ich Bekannte, wo ich kenne, wo aus Turbo mit kleinen Fischerbooten, sehr abenteuerlich, Ding aufgeladen, so ein Fischerboot rein und dann ein paar Tage lang boom, 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 boom. Da. Aber das kann man alles organisieren, wenn man dort ist. Ja, 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 muss man. Stahlratte kann man schon, E-Mail und so, aber da mit den Fischern, da musst du hingehen und und das aushandeln und ein bisschen das Gefühl kriegen, ist er zuverlässig oder schmeißt er mich über Bord und nimmt mir mein Motorrad oder ich weiß es auch nicht. Also ein enger Freund hat es gemacht. Okay. Und hat gesagt, es war schon noch ein bisschen Abenteuer. Also das ist ein Abenteuer pur. Und auf der Stahlratte musstest du das Motorrad irgendwie auseinandernehmen dafür? Nein, nein, Stahlratte, das ist ein Schiff, etwa 40 Meter lang. Okay. Der kann bis 20 Motorräder laden. Und nimmt auch private Leute mit, die kein Motorrad haben. Bei mir, als ich dort war, waren wir zu viert. Mhm. Und sehr, sehr professionell. War auch ein Highlight, muss ich sagen, auf meiner Südamerika-Reise. Okay, und dann bist du in Mittelamerika angekommen? Mittelamerika, in Panama angekommen und war dann ein bisschen Regenzeit. Also mir hat es dann schnell gezogen Richtung Norden. Panama, dann Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Guatemala habe ich einen Freund, bei dem geblieben ein paar Tage, ein bisschen wieder mal vernünftiges Essen, weil er war ein guter Koch. Mhm. Und dann bin ich mit einem deutschen Kollegen gereist noch, hatte ich getroffen, der Sascha, der war dann auch noch bei, da haben wir uns ab und zu mal wieder getrennt und dann wieder getroffen und so. Mexiko hoch sind wir dann wieder fast immer zusammen gewesen, bis irgendwie nach Barranco de Cobre. Ist dann zurückgefahren nach Cancun, hat sein Ding nach Hause geflogen und ich habe dann USA wieder alleine gemacht. Okay, und dann bist du noch, also... Ich wollte eigentlich bis Vancouver und dann von Vancouver irgendwie nach Vladivostok oder in Japan rüber, aber es wurde dann Winter. Und Winter, ich bin keiner, der die Kälte halt gut erträgt. Habe in Los Angeles dann das Ding wieder auf dem Ballett gemacht und auseinandergenommen in der Spedition, klein gemacht, dass es nicht so viel kostet. Mhm. Und dann nach Zürich geflogen. Das war dann 2016, wo ich die zweite Reise gemacht habe, das war dann fast ein Jahr. Okay. Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, ja, jetzt ist Afrika. Den DRZ musste ich eigentlich nicht viel machen. Da hatte ich schon wirklich 45.000 drauf von Südamerika-Reise, hatte schon etwa 20.000 drauf, als ich ihn gekauft hatte. Also 65.000 hat er irgendwie drauf gehabt. Mhm. Habe die Kupplung gewechselt und die Steuerkette. Sonst musste ich nichts machen. Ich habe gedacht, gehst bis Südafrika, weil ich habe Freunde in Südafrika und denen mal gesagt habe, ja, ich komme euch mal besuchen mit dem Motorrad. Alle gelacht, ja, du mit dem Motorrad, immer Motorrad. Mhm. Und dann habe ich, dann gibt es auch, bin ich nicht mehr der Jüngste. Denkst du, ja, packst das noch? Oder sind das schon Herausforderungen? Und dann habe ich auch viel gelesen im Internet und so, da liest du nur noch Storys und dann gehst du eigentlich nicht mehr. Dann kriegst du auch, vor allem Westafrika. Mhm. Habe dann das Lesen aufgegeben und bin dann einfach gegangen ohne Visum, Vorbereitungen, einfach auch gesagt, du, Probleme lösen wir, wenn sie da sind, nicht vorher, weil sonst hast du immer einen Grund, nicht zu gehen, oder dann machst du Probleme. Aber wie ist das fürs Motorrad? Gibt es ja auch so eine Art Visum, das Carnet de Passage? Hast ja, du das, oder? Ich habe natürlich, bin mit Carnet gefahren, vor allem die Erfahrung hat mir dann gezeigt, Westafrika sind halt schon viele Grenzübergänge und sie warten manchmal schon ein bisschen drauf, dass etwas fehlt und dann wird es dann kompliziert und je besser du deine Papiere hast, wie zügiger kommst du da über die Grenzen. Und aber man kann es auch ohne machen? Kann es auch ohne machen. Muss man dann immer schmieren oder? Bei mir ging es einfach immer flott, ich habe nie geschmiert. Grenzübergänge liefen gut, Visum ist halt auch ein Riesenthema über Westafrika, braucht viele Visums und habe ich alles unterwegs organisiert und
planen kann man Westafrika runter nicht. Das ist ein Tagesgeschäft. Okay. Du weißt nicht, schaffst du jetzt im Tag so viel oder so viel. Du hast immer deine Ideen, aber... Und Westafrika, man muss auch, glaube ich, auf die Jahreszeit achten. Ne? Ich glaube, in Regenzeiten oder so ist ja, schwierig. Ganz Afrika muss auf die Jahreszeit achten. Aber das kriegst du fast nicht in die Reihe. Weil irgendwie... Irgendwo wirst du nass. April, 2. April weggefahren. Und dann habe ich gedacht, ja, da sind Minimum 6-7 Monate bis nach Südafrika. Aber hatte ich dann nicht. Und das war eigentlich eine gute Zeit, weil in Westafrika, da im oberen Guinea und so, hatte ich noch keinen Regen. Da kommt die Regenzeit dann erst. Kam ich dann das obere Westafrika gut durch. Dann weiter unten dann in Gabun, Kongo rein. Das war das so Mitte Mai. Sie sagen immer, 15. Mai ist Regenzeitschluss. Okay. Aber die Straßen sind natürlich immer noch tief voll Wasser. Ja. Und das Gras hängt rein und, mhm. und da musst du zwischen Gabun und Kongo, das ist vielleicht 100 Kilometer, überflutet und dann... Schwierig. Schwierig, musst du halt absteigen und wieder sondieren, laufen, wie tief sind da die Spuren von den LKWs und da weißt du nie, ist es so oder ist es so und mhm. kannst keine Risiken eingehen. Aber ich hatte dann einen Franzosen getroffen mit dem Motorrad in Benin. Ja. Und im gleichen Hotel oder wie hast du ihn getroffen? Ja, über Social Media. Okay. Und bist du in irgendeiner Gruppe oder was? In Facebook oder wo hast du das gesehen? Wie hast du das gesehen? Also ich weiß nicht, ob es im Horizon Unlimited oder ob. Das ist so eine Webseite, wo man sich für Reisen informieren kann. Genau. Also da gibt es alles so. Ja, genau. Und verlinke ich auch alles in der Beschreibung und ach so. Der Werner hat natürlich auch einen Instagram-Kanal, wo auch ein paar Fotos drauf sind. Ja, ein paar Fotos, also Kanal ist ein bisschen übertrieben. Also ich bin ja, ja, aber bin es gibt da einen Account, den verlinke ich auch. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und auf Facebook auch noch ein bisschen. Also in Philipp, dann war ich dann, aber ich kannte den ja nicht und dann war ich dann in Senegal und eigentlich wollte ich vom Senegal nach Mali rein und dann Togo runter. Habe ich in Dakar so eine Headline gelesen, Ärger in Bamako, Touristen überfallen worden. Bamako ist eine Stadt, oder? Ist eine Stadt, ja. Okay. Weil das ist, da gehen alle so durch, wo dann Richtung Mali, also Senegal, Mali gehen und dann Togo runter. Es ist, hat auch so bekannte Übernachtungspunkte, wo man weiß, da treffen sich die Expats oder die Reisenden und so. Da habe ich gedacht, oh mein, du jetzt nach Mali rein, hat mir nicht. Ich habe gedacht, geh der Küste nach runter, soweit es geht. Richtung Guinea, Bissau, war gut, ich kann Portugiesisch, wieder mal guten Fisch essen, ein bisschen Portugiesisch schwatzen. Und dann Guinea rein, dann Richtung Elfenbeinküste, Ghana, Togo. Und dann bin ich auf den Philipp gestoßen. Aber ich hatte mit ihm Kontakt aufgenommen in Senegal. In Dakar, weil ich wusste ja nicht, wo der ist, ob der wo der Typ ist oder wie auch immer. Und da hat er gesagt, er ist in Benin. Und dann kam ich dann in irgendeine Expat-Unterkunft, wo auch Reisende waren in Benin, Hauptstadt. Und dann, ja, hey, was machen wir? Ich sagte, weißt du, ich kenne mich Motorradfahren überhaupt nicht aus. Also ich kenne technisch gar nicht. Und durch die schwierigen Länder da, Nigeria, Kamerun, Gabun, Kongo, er möchte nicht alleine. Mhm. Ich sagte, können wir zusammen machen, es ist okay für mich. Ich habe gedacht, wenn er in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Und wenn er halt dann nicht, trennt man sich halt wieder. Und das ist das Schöne am Reisen, man ist niemandem verpflichtet, wenn man zusammen ist. Und man hilft man einander, aber wenn es halt nicht gehen würde, dann sagt man, ja. Tampi, oder? Mhm. Aber dann haben wir dann in Benin, wir mussten dann die Visum organisieren, Nigeria, mega schwierig. Also da gibt es Leute, die warten wochenlang. Okay, verzögern das dann. Da waren drei junge Amerikaner, die haben wochenlang gewartet, weil sie vielleicht Amerikaner waren, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe da online die Sachen ausgefüllt, denen geschickt, das Ausfüllen online war schon schwierig und das Bezahlen, weil da fällt das Internet wieder zusammen.
Und da kann sie Überweisung wieder nicht machen und einfach ein Drama. Oder? Okay. Aber trotzdem hat dann die Online-Registrierung fertig gekriegt. Wir sind dann hingegangen zu den Nigerianern. Philipp war schon ein paar Mal dort, hat nichts gekriegt. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt ist, heute ist Visa-Time. Und dann, muss man reinkommen in die Botschaft. Erster Eindruck ist sehr wichtig. Vorstellungsgespräche. Ich muss dazu sagen, ich habe nie jemanden bestochen. Aber ich weiß, die bringen irgendwie einander ein Geschenk mit. Okay. Und das ist einfach so. Wir kommen dann mit großen Motorrädern oder wie auch immer. Meine war nicht so groß, aber dann. Die denken, ach, der hat Geld und ja, einfach will da nur nichts und nichts ist nichts. Und dann darum lassen sie auch viele Leute so warten, denke ich. Und dann, und die, aber dann, weil ich, mein Leben lang war ich unterwegs auf Montage, Baustellen. Und da habe ich immer meine Sackmesser dabei gehabt, Victorinox. Und da habe ich immer so eine kleine Schachtel voll Sackmesser dabei. Und dann gibt es dann halt mal so ein bisschen, ja, und da ein kleines Gado, ein petit Gado, de Mumbai, oder? Mhm. Und dann, dann hilft schon ein bisschen. Weil ich gebe da lieber jemand so ein kleines Geschenk, um mich da vielleicht 10 Euro kostet, anstelle da 8 Tage oder eine Woche warten und die Unterkünfte bezahlen, rumhängen. Also das war das bestinvestierteste Geld in meine Sackmesser. Also das ist ein guter Tipp, dass man so ein kleines Geschenk immer dabei hat. Ja, man kann natürlich nicht irgendwo reinstehen und sagen, hier hast du ein Sackmesser, ich muss das Visum haben. Das muss mich ein bisschen ergeben. Ja. Durch, habt ihr das Visum gekriegt dann? Da haben wir am gleichen Tag, das war eine riesen Story, Nigeria-Visum gekriegt, zwar nur durch Transit. Mhm. Aber ich wollte mich dann nicht auf Transit die Transit heißt, dass man durchfahren muss in einer kurzen Zeit. Genau, 8 Tage Transit. Ja. Aber wir wollten uns dann nicht. Ich habe gesagt, okay, kriegen wir 8 Tage. Am gleichen Tag, habe gesagt, da sind wir dann im Botschaftsviertel gewesen. Am gleichen Tag haben wir also Nigeria gekriegt, Gabun aufgetrieben, Republik Kongo. Und Demokratische Republik Kongo. 4 Stück an einem Tag. Also ich lüge nicht. Ich habe ganz Westafrika gefahren. Ich habe nirgends länger als 2 Tage auf ein Visum gewartet. Und alles unterwegs organisiert. Und Visum ist sonst eine riesen Story. Ich hatte eine riesen Muffe und Bedenken, das klappt nicht. Mhm. Weil man liest das dauernd. Visum schwierig und. In 2,5 Monaten war ich schon in Angola. Und ich muss dazu sagen, ich habe 40 Jahre auf der ganzen Welt gearbeitet. Ich habe viel gesehen. Ich gehe nicht mehr heute. Ich bin ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Mhm. Ich kann jeden Tag 6-8 Stunden Motorrad fahren. Ich muss einfach Fun haben und Motorradfahren steht bei mir im Vordergrund. Also ich gehe nicht mehr so viel anschauen. Okay. Nachtleben lasse ich auch außen, aus dem Vor mittlerweile. Und ja, dann kommst du halt vorwärts. Ja. Okay. Und dann bist du bis Südafrika gereist? Ja, genau. Da war ich dann so schnell in Südafrika unten. Da habe ich gedacht, ey, ich kann ja nicht schon jetzt wieder nach Hause. Und du hattest aber bis dahin jetzt auch keinen, also das mit dem Visa, du glaubst keine Pannen, kein oder? Nein, keine Pannen. Eigentlich? Ich hatte mal in Namibia, hatte ich da irgendwie im Outback draußen, da Richtung Van Zyls Pass, hatte ich dann einen Plattfuß, weil da bin ich ein bisschen mit magerer Luft gefahren, viel Sand. Dann habe ich das an Stein gekommen, pum, da hatte ich dann Plattfuß. Aber sonst, meine Motorräder, wenn ich wegfahre, die sind einfach top. Ich weiß, mit den Reifen mache ich so viele Kilometer, die Kette hält mir das, einen Ritzel habe ich dabei, Bremsbeläge irgendwie hinten mache ich so viele Kilometer, das weiß ich mit meiner Erfahrung. Mhm. Und das habe ich dabei, irgendeinen Kupplungsgriff, Kupplungskabel, Gaskabel brauche ich nicht, das kann man immer irgendwie etwas basteln, okay. Aber Kupplung ist ein bisschen schwieriger. Meine Motorräder sind in Ordnung. Man kann immer mal Pech haben. Aber
Aber mit dem zum DLZ fährt man auch nicht so schnell. Man muss sehr diszipliniert fahren. Es ist ein Einzylinder. Man fährt 80, 90. Das hält er aus. Aber dann über, dann kriegst du wahrscheinlich Probleme. Mhm. Muss ein bisschen schonen, das Material. Schonend fahren halt. Ja. Weil ich dann in Südafrika meine Freunde besucht. Und dann habe ich gedacht, kannst du doch nicht jetzt schon nach Hause, was soll das, was? Ja. Und wie weit bist du dann hoch? Bin dann bis in den Sudan hoch. Das Problem war, ich hatte das Carnet nicht gelöst oder beantragt für Ägypten. Mhm. Ich habe nicht gedacht, dass ich Westküste oder Ostküste hochgehe. Ja. Also hatte ich kein Carnet für Ägypten. Spedition organisiert habe ich dann auf dem Flughafen. Hab nach Istanbul geflogen. Okay. Und ich dann auch nach Istanbul geflogen. War dann in Istanbul. Das Ding kam dann 2 Tage später an. Und in Istanbul auf dem Cargo-Flughafen habe ich das auf der Rampe wieder zusammengeschraubt. Und dann nach Hause gefahren. Stark. Und das hört sich natürlich jetzt für mich oder ich glaube für viele vielleicht für euch auch sehr, also ich meine, du kannst das alles reparieren, selber Sachen schweißen, selber Werkzeuge machen und so weiter. Also viele Leute können es ja nicht. Man kann aber trotzdem so eine Reise machen. Ja, ja, absolut. Philipp konnte nichts. Okay. Philipp konnte nichts, das war ein Schuhdesigner aus Hongkong. Hat sein Business da unten verkauft in Hongkong, ist nach Südafrika, die Story hat er mir dann erzählt. Mhm. Nach Südafrika geflogen, hat ein Motorrad gekauft. Und er hat mir gesagt, Werner, als ich das erste Mal auf die Tankstelle ging, es war ein GS 800, ich wusste nicht, wo Benzin einfüllen. Das sind alle von der Tankstelle ums Motorrad rumgestanden und er auch, weil der Tank ist vorne. Mhm. Aber den füllt man aber hinten ein. Also der Tank ist nicht hinten, aber das vorne ist eine Attrappe. Und alle hätten geschaut, wo füllt man Benzin ein. Da musste er googeln. Ah, hey, da hinten, da ist Benzin einfüllen. Und er hat mir gesagt, Werner, du glaub mir, die ersten 2 Tage hätte er Angst gehabt, vom ersten Gang in den zweiten Gang zu schalten. Und Philipp hat ganz Ostafrika hochgefahren, nach Europa gemacht. Das Garni war dann abgelaufen, ist dann ganz Westafrika runtergefahren, kein Garni mehr. Der ist dann nach Indien gegangen, hat mit einer Himalaya, Kaschmir und alles gemacht. Dann ist er nach Südamerika geflogen, hat dann irgendwie vor 2 Jahren dort, hat er mich angerufen, Werner, was soll ich kaufen, was muss ich kaufen oder wie auch immer. Hat gesagt, kauf eine DR650 da in Chile. Hat eine DR650 gekauft, hat ganz Südamerika gemacht. Und dann letztes Jahr in Nicaragua gestrandet wegen Corona. Mhm. Also das Ding steht in Nicaragua, man kann es abholen, wenn irgendeiner ein paar Euro überweist, also der würde einen Deal machen, steht bereit zum Abholen in Nicaragua. Gibt es irgendwelche so grundlegende Tipps, die du geben würdest, wenn jemand macht zum ersten Mal so eine Reise, hat vorher kein Reisemotorrad, was würdest du da, also wie würdest du sagen, okay, ist egal mit was du fährst oder wie du gesagt hast, GS findest du ein bisschen schwer? Ich meine, da wird es bestimmt eine Menge Leute geben, die sagen, nee, GS. Ja, das ist klar, das ist logisch, das ist klar, GS ist GS. Ich habe auch GS noch zu Hause stehen und ist auch ein gutes Motorrad, keine Frage. Aber ich meinte, man muss wissen, was will ich machen? Mhm. Was sind meine Ambitionen? Wenn ich denke, ich werde Offroad fahren, ich werde das und dies und jenes machen, dann ist halt leichter wie besser. Man sieht es doch selber, wie dir da, du hast es ja selber gesehen, vielleicht in Marokko, wie die mit ihren kleinen Motobekanis und wie sie alle heißen, die fahren dann der Wüste rum und wir mit unseren schweren Dingen da. Haben mich zu Teil zu dritt auf dem Ding überholt. Genau, und überholen dich noch im Sand und das ist in Bolivien genauso, da im Regenwald, da kommen die Indios mit ihren kleinen Dingen zu zweit, zu dritt oder weiß nicht wie viel und du eierst da rum und machst da und weiß nicht da. Und wie leichter, wie besser halt. Es hat halt dann nicht den Komfort und dies und jenes, aber man muss das halt alles ein bisschen anpassen.
Und wenn halt jemand sagt, nein, ich fahre auf meinen Asphaltstraßen oder so, ein bisschen leicht Schotter und so, ist das, geht das alles auch mit einem GS, ist keine Frage, auch mit dem schweren Ding, aber es kommt dann halt noch Gepäck dazu und dies und jenes, es wird dann halt alles schwer. Und ja, es gibt natürlich auch solche GS-Fahrer, wo Riesensachen machen, keine Frage, aber das sind die wenigen, möchte ich mal sagen. Und in der Guajira-Wüste war ich länger, ich habe keine schweren Motorräder gesehen. Und Westafrika runter, ja, ich möchte es da nicht in der Regenzeit im Kongo stecken mit einer schweren, weiß nicht was. Also. Ja. Und was hältst du von der Tenere 700? Mein Bike? Ja. Du hast auch eine? Ich habe auch eine, ja. Ich habe die letztes Jahr gekauft. Weil ich habe jahrelang auf eine Tenere gewartet. Und wie soll ich sagen, ich habe letztes Jahr 22.000 Kilometer trotz Corona-Season gemacht. Kriegst viel Motorrad für das Geld. Okay. Bewährter Motor, 21 Zoll Rad, 20 Kilo zu schwer, ganz klar. Also wenn der ein paar Kilo leichter wäre oder wenn irgendwie von einer anderen Marke was Leichteres rauskommt mit der Zuverlässigkeit, ist das für mich schon wieder was anderes. Bei mir zählt einfach, ich habe ein Alter, wo ich nicht mehr da schwer hebe, wenn ich umfliege. Aber der Tenere ist ein gutes Motorrad, keine Frage. Japanische Zuverlässigkeit, wenig Elektronik, Einspritzung hat er halt, ABS ist auch in Ordnung. Und dann hat es sich dann bald. Viel Mechanik halt und das Ding ist gut. Okay. Ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Eindruck von deinen Reisen. Hast du denn Pläne, wie es so für, also ich meine, jetzt haben wir ja Corona und so, aber sagen wir mal, vielleicht ist es ja irgendwann bald vorbei damit oder man kann wieder reisen. Was wären denn noch so? Hättest du noch was oder sagst du, ich hab's Pläne gemacht? Habe ich noch viele. Okay. Also ich bin dann Ende 18 nach Hause gekommen aus Afrika. Hab gedacht, ja, jetzt machst du 19, machst nichts. Also nichts. Bei mir heißt noch schnell 19, machst nichts. Bin dann im 19 Irland gemacht. Isle of Man, Riesenfan von Road Racing. Nordwest 200 schauen gegangen. Ein bisschen Schottland gemacht, einfach da in Europa und Portugal sowieso immer. Und mein Plan war dann, 20 Richtung Osten. Und dann weiß ja jeder, was passiert ist. Und dann mit April abfahren, letztes Jahr war da nichts. Da habe ich gedacht, ja, gehst dann dieses Jahr. Aber auch dieses Jahr, man schwierig. Kann alles machen und es wäre alles möglich. Aber es ist einfach schwierig. Ja. Darum werde ich jetzt wieder Europa was machen. Weiß ich noch nicht genau, aber etwas mache ich. Ja, vielen Dank für die Mega-Geschichten. Hat Spaß gemacht. Auch vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und ja, dein Pech ist jetzt, dass ich dich natürlich jetzt immer anschreiben und anrufen werde, wenn ich irgendein Problem habe. Ich bin's gewohnt von Philipp her. Ja, das ist noch so ein. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Instagram verlinke ich. Vom Werner und auch sonst, was wir sonst erwähnt haben, alles findet ihr in der Beschreibung. Und ja, von mir hört ihr dann beim nächsten Video und dann verabschieden wir uns. Tschüss. Ciao. Ciao.